Viele von euch fragen uns nach dem genesenen Status, welche Rechtsmittel da noch einzulegen sind, wie der Stand unserer Verfahren ist. Ich habe heute einen ganz besonderen Gesprächsgast da, nämlich die Katharina Willkomm, die ich noch später näher vorstellen werde. Die Verwaltungsgerichte haben zu einem ganz unsauberen Trick gegriffen. Das wird Inhalt unserer Diskussion heute sein. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, dann das Übliche, lass ein Abo da, läute die Glocke, ich weiß zwar bis heute nicht warum, aber läute die Glocke und kommentier hier unten, wenn dir was missfällt oder wenn du vielleicht auch einen Themenvorschlag hast für ein neues Video. Katharina, herzlich willkommen. Die Katharina ist seit einem Monat ungefähr Anwältin bei uns, war vorher verbraucherschutzpolitische Sprecherin der FDP in der letzten Legislaturperiode im Bundestag und ist jetzt bei uns zuständig für die ganzen Corona-Verfahren. Katharina, herzlich willkommen. Wir haben eben noch diskutiert, wir haben jetzt das Infektionsschutzgesetz, was so ein bisschen den Status bei den Genesenen verändert. Kannst du mal ganz kurz uns abholen, wie ist jetzt aktuell der Status? Ja, aktuell der Status ist bei den genesenen Verkürzungen, dass die ursprüngliche Gesetzeslage verändert wurde durch den Gesetzgeber. Vorher befand sich ja die dynamische Verweisung aufs Robert-Koch-Institut. Das war ja auch zu Recht verfassungswidrig. Deswegen hat der Gesetzgeber halt die Definition direkt ins Gesetz geschrieben. Mhm. Damit ist natürlich unser Hauptargument weg. Das heißt, Ungeimpfte jetzt 3 Monate, Geimpfte 6 Monate. Geimpfte und Genesenen, ja, genau. 6 Monate. Ja, und Ungeimpfte halt nur noch die 3 Monate. Unabhängig davon, ob das Genesenzertifikat auf 6 Monate ausgestellt worden ist von den Behörden. Da gehen jetzt manche Gerichte, also die meisten Gerichte mittlerweile, daher und sagen, dieses Genesenzertifikat ist kein Verwaltungsakt, sondern nur eine behördliche Willenserklärung. Das heißt... Also nochmal ganz kurz so, was ist ein Verwaltungsakt? Wodurch ist der gekennzeichnet und warum ist es so wichtig, dass ein Verwaltungsakt ist? Ein Verwaltungsakt ist halt erstmal von der Behörde und es hat ganz wichtig halt eine Außenwirkung. Mhm. Und die Verwaltungsgerichte sagen, es ist kein Verwaltungsakt, weil es hat keine Außenwirkung. Es ist einfach nur eine Feststellung der Behörde über Tatsachen. Und zwar die Tatsache, dass die Person A ist zum Zeitpunkt X infiziert gewesen und mehr halt nicht. So ein Verwaltungsakt ist ja auch gekennzeichnet durch eine sogenannte Rechtsmittelbelehrung. Heißt, da unten drin steht dann große Überschrift Rechtsmittelbelehrung. Wenn du dich dagegen wenden willst, dann musst du innerhalb von 4 Wochen entweder Widerspruch einlegen oder direkt Klage vor dem Verwaltungsgericht. Und das gibt es ja bei dieser verwaltungsrechtlichen Willenserklärung nicht. Das heißt, dass diejenigen, die dagegen vorgehen wollen, also die Ungeimpften, die nur 3 Monate als genesen gelten, gar keine Rechtsmittel mehr dagegen haben. Ist das richtig so? Ja, da die Gerichte sagen, es ist ja kein Verwaltungsakt, kann ich natürlich auch nicht im Verwaltungsrechtsweg dagegen vorgehen. Habe ich irgendeine Möglichkeit, gegen diesen verwaltungsrechtlichen Willenserklärung vorzugehen? Nein. Nein. Hat sich das schon so durchgesetzt? Das hieß ja, wir hätten auch gar keine Mittel mehr für unsere Mandanten, irgendwas zu machen. Hat sich das schon so durchgesetzt? Jetzt die ersten Beschlüsse von den Verwaltungsgerichten kommen jetzt und tendieren größtenteils in diese Richtung. Und wir haben auch ganz frisch jetzt vom Oberverwaltungsgericht Niedersachsen auch den Beschluss, dass es halt kein Verwaltungsakt sei. Aber wiederum haben wir dort auch einen anderen Beschluss auch vom Oberverwaltungsgericht Niedersachsen bekommen, wo drin steht, es sei zwar kein Verwaltungsakt, kein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis, das wird aber dazu, wenn es noch mittelbar durch bundes- und landesrechtliche Ge- und Verbote doch noch eine Außenwirkung hat. Also dann halt zum Beispiel jetzt hier die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ja. Weil dann hat ja wiederum diese behördliche Willenserklärung, dass man genesen ist, dann ja doch noch in dem Zusammenspiel eine Wirkung für den Betroffenen. Ja. Und zwar, dass er dann halt seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Genau, das heißt, wenn das also einen Ungeimpften trifft, der jetzt nur noch 3 Monate als genesen gilt, kann der ja dann 3 Monate kürzer seinen Beruf ausüben und damit hat es wieder eine Rechtswirkung.
Kann man denn was dagegen machen, dass die Behörden das jetzt als rein Willensakt qualifizieren und nicht mehr als Verwaltungsakt? Weil als Jurist sage ich, das ist ja eine Sauerei, dass man den Leuten damit die Rechtsmittel nimmt. Ja, ich habe genauso reagiert und ich finde, das ist nicht im Sinne des Rechtsstaats, der Demokratie, dass man sich da so dem jetzt entzieht. Aber aktuell sehe ich halt nur die Möglichkeit, bei dem genesenen Status vorzugehen, wenn ich halt darlege mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum Beispiel, dass da halt eine Grundrechtsverletzung vorliegt. Ja, das heißt, wir können über die Grundrechtsverletzung noch gehen, aber unmittelbar gegen den genesenen Status derzeit nicht mehr, nach neuem Recht. So ist derzeit deine Auffassung. So ist derzeit meine Auffassung. Okay. Bei dieser Gemengelage hilft wahrscheinlich nur noch ein parteiinterner Anruf von dir an den Herrn Buschmann. Vielleicht sieht der Herr Buschmann ja genau dieses Video. Der wird sich bedanken. Es ist Zeit einzugreifen, Herr Justizminister. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.